Nationalspieler Sidney Sam wird Bayer Leverkusen nach Medienberichten zum Saisonende in Richtung Schalke 04 verlassen. Der 25-Jährige soll sich mit dem Revierclub auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Sam kann die Werkself angeblich für eine festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro verlassen. Neben Sam soll Schalke auch den Transfer von Fabian Giefer in trockene Tücher gebracht haben. Der 23 Jahre alte Torhüter von Fortuna Düsseldorf soll ebenfalls nach der Saison zu den Königsblauen wechseln und dort einen 4-Jahres-Vertrag erhalten. Schon in der vergangenen Saison hatte Schalke nach Giefers bärenstarker Hinrunde Interesse an einem Transfer gezeigt. Dieses war nach mehreren Patzern in der Rückrunde aber abgeflaumt.